Am 16. Januar rollt er im neuen Ford-Werk von Saloy vom Band. Der erste Ford Escort, 40 PS, zweitürig. Vorausgegangen 18 Monate Aufbauarbeiten am neuen Standort mit 3 großen Hallen und Schulungen für rund 100 Mitarbeiter. Investitionskosten bis dahin mehr als 350 Millionen Mark. Das neue Werk in Saloy liefert aber auch Escort-Teile an andere Produktionsstätten in Belgien und Großbritannien. Möglich macht das eine moderne, innerbetriebliche Logistik, die mit computergestützter Technik arbeitet. So etwas hat es bisher im Saarland noch nicht gegeben. Am Anfang verlassen gerade mal 20 Escort täglich das Werk. Doch das Saloyer Auto ist überaus erfolgreich. Innerhalb eines Jahres rollen 350 Pkw täglich vom Band, gefertigt von bereits 2300 Mitarbeitern. Das Ford-Werk in Saloy, die Initialzündung zum Aufstieg der Automobilindustrie im Saarland, die von da an immer wichtiger für die saarländische Wirtschaft wird. Heute arbeiten im Land über 44.000 Mitarbeiter in dieser Sparte.